Auch Tatjana, 1922 geboren, mit erstem Rufnamen Anita, Mutter der Schreiberin, hatte sich nichts ausgesucht. Ihre Eltern nicht, ihre sogenannte Heimatstadt in der Tschechoslowakei nicht, auch nicht, dass sie bei ihren Großeltern aufwachsen musste, ohne Spielkameraden, mit einem mitunter tyrannischen Großvater, lieblos und gewalttätig gegenüber seiner Frau. Das war alles schief. Ich habe das so beantwortet im Laufe der Jahre, dass Heimat für mich der Ort ist, wo man das Gegenteil von Fremde erlebt. Ja, und zieht sich ja auch durch die ganze Kunst und Literatur. Ich ziehe aus, ich ziehe in die Fremde, ich suche mein Glück dort. In der Heimat habe ich es nicht gefunden. Trotz der Bombardierungen, sie läuft mit ihrem Kind durch die brennenden Straßen von Berlin, will Tatjana nicht heim. Sie hat etwas Eigenes. Das Ende kommt bald. Sie hat keinen Anspruch mehr auf Lebensmittelkarten. Man hat gesehen, dass Berlin nicht ihr Hauptwohnungsort ist. Wie soll sie sich und ihr Kind ernähren? Sie rafft ihr Kind und sonstigen Kram zusammen und setzt sich wissentlich in einen Zug für Soldaten und SS-Angehörige, für den sie keine Genehmigung hat, aber haben müsste. Der, weiß sie, kommt sicher an. 1944. In der Tschechoslowakei, in der nun eingegliederten Stadt Varnsdorf. Eine Heimat, vor der sie sich fürchtet. Tatjana Löwenherz.